Es ist der 20. Dezember, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute wieder mal die Christine. Moin Moin. Wie begrüße ich jedes Mal gleich, ne? Ja, ich auch. Es ist, ist halt einfach so. Okay. Es sind jetzt noch 4 Tage bis zum Heiligen Abend. Bald ist der 4. Advent. Ihr könnt das letzte Kerzchen anzünden und auch unser Adventskalender ist dann schon wieder vorbei. Und heute gehen wir nochmal, und zwar schon wieder, weit zurück in meine Kindheit, in meine Jugend. Ich habe wieder etwas rausgesucht, das mich als Kind sehr begeistert hat. Nämlich Tim und Struppi. Ja. Hast du die Comics gelesen? Nein. Hast du die Hörspiele gehört? Nein. Hast du die Zeichentrickfilme gesehen? Seltenst. Was für eine traurige Kindheit hattest du denn ohne Tim und Struppi? Ich habe den Kinofilm gesehen. Und das dazugehörige Computerspiel gespielt. Moment, den Kinofilm, die Neuverfilmung von Steven Spielberg haben wir zusammen gesehen vor ein paar Jahren. Peter Jackson. Stimmt, die haben das zusammen gemacht. Mhm. Die Hörspiele, um die es heute gehen soll, sind entstanden zwischen 1984 und 1987. Kein Wunder, dass ich die nicht gehört habe. Du warst minus 3, als die Serie eingestellt wurde. Ich wurde gerade ein Jahr alt. Und von den klassischen Tim und Struppi-Geschichten sind 20 als Hörspiele produziert worden. Mhm. Ich hatte damals 3 Kassetten. Nämlich die 2, die 3 und die 5. Moment, nee, jetzt habe ich gelogen. Die 4 hatte ich auch. Dann hatte ich wohl doch 4 Kassetten. Aber mir fehlte immer die 1. Und alles, was danach kam. Und irgendwann hatte ich die glorreiche Idee, dass man ja diese Tim- und Struppi-Kassetten sammeln könnte. Sind ja nur 20 Stück. Und dann habe ich die Flohmarktpreise davon gesehen. Mhm. Also diese Tim- und Struppi-Kassetten sind wirklich, wirklich teuer. Da gab es auch, glaube ich, nie eine Neuauflage. Also von den Kassetten jetzt, ne? Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht gab es ein paar Auflagen damals, aber es ist nicht irgendwie in den 90ern oder so nochmal wiedergekommen. Die Tim und Struppi-Kassetten waren, glaube ich, auch damals keine so riesigen Auflagen, aber ich habe da jetzt keine Zahlen. Tim und Struppi ist natürlich jedem bekannt. Die Comics von Hergé, dem belgischen Zeichner, der ja mit seinem Tod verfügt hat, dass niemand Tim und Struppi fortsetzen soll, weswegen irgendwann kam da halt einfach nichts mehr nach. Und der Kinofilm, den wir gerade schon angesprochen haben, der fasst ja so ein paar Geschichten zusammen. Ja, die ersten 3 oder so. Beziehungsweise hat da noch so ein paar Elemente aus anderen Folgen. Aus späteren, ja. Unter anderem tritt halt die Opernsängerin auf im Film, obwohl sie in den Geschichten erst später kommt. Aber es geht halt in dem Film um das Geheimnis der Einhorn und den Schatz von Rackham, dem Roten. Ja. Und das sind auch so die ersten Hörspiele. Genau. Bevor wir auf die Sprecher etc. eingehen, mal die Frage an dich. Du hast ja die Hörspiele mir zuliebe mitgehört, jetzt als Vorbereitung auf den Adventskalender. Wie war denn Tim und Struppi so der Ersteindruck für dich? Anstrengend. Die erste Folge. Ja, es ist, also ich habe echt lange drüber nachgedacht, woran es liegt, dass ich die anstrengend finde. Und ich glaube, ich habe rausgefunden, woran. Woran liegt es? An der Erzählstimme von Struppi. Das ist übrigens Wolfgang Buresch, der hier einen Hund spricht, während er in Scotland Yard ja noch ein Papagei war. Mhm. Und hier auch den Papageien spricht. Wir hatten das schon angedeutet in unserem letzten Kalendertürchen. Was findest du denn an der Art, wie Wolfgang Buresch Struppi, den Hund, als Erzähler spricht, so anstrengend? Er spricht so langsam. Ich denke jedes Mal, jetzt komm in die Potte. Jetzt mach hinne, erzähl, los. Damit hatte der Halunke nicht gerechnet, dass du musst mehr Pausen machen. Dass sich Tim von hinten anschleicht. Ja, genau. Und ich war dabei draußen mit meinem gebrochenen Bein. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde den Zugang zu Tim und Struppi, gerade wenn man die erste Folge die Krabbe mit den goldenen Scheren hört, unglaublich schwierig, weil in der Folge so unglaublich viel passiert. Bestimmt. Ich kann sie schon nicht mehr auseinanderhalten. Na, war das noch die mit dem Taschendieben? Taschendiebe war Geheimnis der Einhorn. Ah, okay. Nein, mit den goldenen Scheren ist halt, Tim findet halt diese Dose, in der Struppi sich verfangen hat. Ach, ja. Und dann ist da aber Drogen drin. Und dann verfolgt er die Spur zu einem Schiff. Dann klettert er an Bord des Schiffes. Da trifft er Captain Haddock, der von seiner eigenen Mannschaft gefangen genommen wird. Dann fliehen sie mit einem Rettungsboot. Irgendwie kommen sie dann in ein Flugzeug. Mit dem Flugzeug werden sie dann über der Wüste abgeschossen. Dann werden sie aus der Wüste gerettet, sind in einem Krankenhaus, sind dann irgendwo in Nordafrika, treffen da dann auf dem Bazar wieder die Drogendealer. Und
Und im Film an der Stelle auch die Opernsängerin. Ja. Und es ist so ein Durcheinander in dem Hörspiel. In den 50 Minuten Hörspiel passiert so viel, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, die müssen das Comic gehabt haben. Gesagt haben, ja, okay, es hilft nichts. Das ist im Comic drin. Wir müssen alles umsetzen. Egal, ob das im Hörspiel jetzt gerade Sinn ergibt, dass die vor 10 Minuten noch auf einem Rettungsboot mit dem Ertrinken gekämpft haben und jetzt schon wieder in einem Flugzeug sitzen. Ich finde aber, so schon mit der zweiten Folge hat sich das komplett erledigt. Und ab da ist es ein richtig, richtig gutes Hörspiel. Wenn dann Struppi noch ein bisschen schneller erzählen würde, garantiert. Wir können ja die Passagen mit Struppi ein bisschen schneller abspielen. Ich finde das übrigens gar nicht so schlimm, weil, ich meine, das ist ein kleiner Fox-Terrier. Ja. Ne, der da den Erzähler macht. Der ist auch an vielen Stellen einfach notwendig, weil halt in den Comics so viel passiert, was da zusammengefasst wird. Was er erzählt, das stört mich auch überhaupt nicht. Das ist natürlich sinnvoll und gehört auch dazu. Mich stört halt wirklich das Gefühl, dass ich selber denke, jetzt mach mal hin. Ja, vielleicht sind wir als Erwachsene mit um die 30 auch nicht mehr so die Zielgruppe von Kinderhörspielen aus den 80ern. Für Kinder ist das wahrscheinlich sehr nervenaufreibend, was da so passiert. Ist vielleicht sogar ganz gut, wenn der Erzähler das ist so entschleunigt. Ich meine, Peter Pasetti hat bei den frühen 3 Fragezeichen-Folgen auch immer sehr langsam vorgelesen. Das stimmt. Das ist mir letztens auch erst wieder aufgefallen. Ja, denn Clock ist das englische Wort für Uhr. Ach, eine meiner Lieblingsfolgen. Uhrwerk Orange. Ich weiß bis heute nicht, wer das übersetzt hat. Toller Film allerdings. Ja, aber dann nennst du doch einfach Clockwork Orange. Oh, das. Ja, das war noch die Zeit, wo man Titel auf Biegen und Brechen auf Deutsch übersetzt hat. Ja. Bei Bond ist das ja heute noch so, da heißen die Filme dann Ein Quantum Trost oder Stirb an einem anderen Tag. Was immer noch der mieseste Bond-Titel, na egal. Dass sie Skyfall nicht übersetzt haben mit Himmelfall. Ja, oder hier, wie hieß der Film? The Day After Tomorrow. Einfach übermorgen. Einfach übermorgen. ja. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Wolfgang Buresch. Tim wird gesprochen von Lutz Schnell. Immer wenn ich die Stimme von Lutz Schnell irgendwo höre, ist das für mich Tim, weil in der Rolle habe ich ihn kennengelernt. Wo hört man ihn denn sonst noch so? Er hat Nebenrollen bei den 3 Fragezeichen gehabt. Er hat bei Edgar Wallace mitgesprochen. Er ist in den 80ern und 90ern ein erfolgreicher deutscher Fernsehschauspieler gewesen. Hat unter anderem einen der jungen Seeleute in Das Boot gespielt. Mhm. Aber das ist eine Nebenrolle gewesen, oder? Ja, aber es ist ein U-Boot. Es sind irgendwie, weiß ich nicht, 40 Mann an Bord. Da war irgendwie alles Nebenrolle. Und ich meine, das Boot ist nun hochkarätig besetzt, ne? Ja. Mit Jan Fedder und Jürgen Prochnow und ich muss unbedingt mal wieder das Boot sehen. Ich nicht. Hm. Jedenfalls, er spricht, wie gesagt, den Tim. Dann haben wir schon Wolfgang Buresch als Struppi erwähnt. Dann die nächste oder eine der nächsten großen Rollen ist Günther Lüttke als einer der beiden Schulzes. Mhm. Hier taucht er wieder auf, nachdem wir jetzt schon in Edgar Wallace über ihn gesprochen haben und auch bei Scotland Yard als Inspektor Gabusch vor ein paar Tagen. Und hier ist er einer der Schulze. Und weißt du, woran man die beiden Schulzes auseinanderhalten kann? Nein. Der eine schreibt sich mit LZE, der andere mit TZE. Ja, das höre ich im Hörspiel auch so gut. Aber weißt du, woran man sie noch auseinanderhalten kann? Also im Hörspiel haben sie unterschiedliche Stimmen. Ja. Ja. Aber woran kann man die gezeichneten Schulzes auseinanderhalten? Die gezeichneten Schulzes? Ja. War das nicht so, dass sie den Stock in der anderen Hand halten oder so? Nee, jetzt denkst du gerade an die Zwillinge aus der Tentacle. Ah, okay, Mist. Der eine Bart ist ein bisschen anders. Ach so. Ist etwas schärfer gezeichnet. Ah, ja. Das ist der einzige Weg, die Schulzes auseinanderzuhalten. Man könnte sogar sagen, sie sehen sich ähnlich. So, wer spielt noch mit? Gottfried Kramer. Aber das ist nicht der mit der Kramerleiste. Nein, das ist Wolfgang Kramer, der Autor hinter Heimlich und Co. Das ist die Kramerleiste. Gottfried Kramer ist unter anderem Java Jim aus dem Phantomsee. Aber wen spricht er denn hier? 100.000 Höllenhunde, da musst du noch fragen. Natürlich Captain Haddock. Ich frage doch für die Zuhörer. Natürlich ist er Captain Haddock und ich liebe Captain Haddock. Und ich liebe auch die Stimme von Gottfried Kramer. Das war für mich als Kind immer ein Highlight. Und immer wenn ich ihn 100.000 Höllenhunde sagen höre, das ist für mich so ein Bud Spencer-Moment. Ja, auch dieses Intro, die Intro-Musik, wir haben sie ja gehört, ich habe sie hier reingeschnitten.
Ach, ich liebe dieses Lied. Ich kann den Text auch heute noch komplett auswendig. Mhm. Ich weiß. Ja, weißt du. Gottfried Kramer hat aber auch in den drei Fragezeichen noch andere Folgen mitgesprochen, unter anderem auch in der Geisterinsel. Und, ich habe es einfach mal notiert, Captain Stoppel in Alfred Jodokus Quack. Mhm. Das habe ich geguckt. Ich nicht, deswegen, ich weiß gar nicht, wer Captain Stoppel ist. Ist das diese Möwe, die ein Schiff hat? Nicht mehr. Ha. Aber Alfred Jodokus Quack habe ich damals geguckt, ohne Ende. Aber da, wie alt mag ich da gewesen sein? Das ist ja auch schon, weiß ich nicht. Ach, das Walross, natürlich, das Walross ist Captain Stoppel. Ja. Es gibt natürlich ein Alfred Jodokus Quack Wiki. Natürlich. Weil es heutzutage für alles ein Wiki gibt. Von wann ist Alfred Jodokus Quack denn? Wenn du jetzt schon in diesem tollen Wiki bist, dann müsste es irgendwo stehen. Ich kann mal gucken, ob es bei Staffel 1 zufälligerweise beisteht. Nein, natürlich nicht. Ich gucke jetzt einfach. Ist mein Alfred Jodokus Quack von 89 bis 90. Oh. Hm. Also so alt wie ich. Ja. Dann war ich sehr jung, als ich es geguckt habe. Ich auch. Also Alfred Jodokus Quack ist bei mir lange her. So, und ich habe es gerade noch gesehen, es ist kein Walross, es ist ein Seelöwe. Es tut mir sehr leid. Walross hätte natürlich Stoßzähne. Ja. Ja, also Captain Stoppel ist das Walross. Mhm. Nein, der Seelöwe, verdammt. Und ganz wichtig, Gottfried Kramer hat auch in Masters of the Universe, also in He-Man, mitgesprochen. Da ist er Merman. Mhm. Ja, okay, ich habe irgendwas rausgeschrieben, was ich lustig fand. Aber Gottfried Kramer ist für mich halt immer Java Jim und Captain Haddock. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen aufzuschreiben, wer eigentlich Professor Bienlein spricht. Den ich übrigens gar nicht kannte. Professor Bienlein? Nee, woher soll ich denn Professor Bienlein kennen? Delfine? Welche? Nein, Captain, keine Elche. Machen Sie sich nicht albern. Der ist schwerhörig. Ich sag's nur nochmal, für all die es nicht kennen. Moment. Ich suche einfach mal nach Professor Bienlein. Ah, sehr gut vorbereitet, wie immer. Professor Bienlein wird gesprochen von Joachim Wolf. Ja. Auch viel die drei Fragezeichen. Fluch des Rubins, sprechende Totenkopf, da ist der Gulliver. Da habe ich die Stimme sogar noch im Ohr. Ein paar TKKG-Folgen, 2x5 Freunde, Pitti Puck und halt vor allem Professor Bienlein in den Tim und Struppi-Geschichten. In vielen Nebenrollen Harald Pages, unter anderem in Reiseziel Mond, der Vater von Annika und Svenja Pages. Ja, die Frau macht, glaube ich, auch hier und da Nebenrollen. Ich glaube, die ganze Familie hat in den 80er Jahren ein Hörspiel und Schauspiel gesprochen. Also es liegt da offenbar in der Familie, das Sprechertalent. Ja. Wie gefällt dir denn jetzt, nachdem du ein paar Folgen gehört hast, Tim und Struppi? Ganz gut. Also, auch die Geschichten werden nachvollziehbarer. Also, über die erste Folge haben wir vorhin schon gesprochen, die tatsächlich so ein bisschen anstrengend ist. Von wo sind die jetzt? Was? Wie? Wo? Okay. Halbe Weltreise gemacht. Ja, eben. Gleichzeitig fand ich aber auch, wir haben jetzt die Folge mit dem, wir fliegen mal eben zum Mond gehört. Reise zum Mond, ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen over the top. Und da bin ich auch stutzig geworden. Als Kind natürlich nicht. Es war eine der Folgen, die ich hatte. Aber als Erwachsener bin ich stutzig geworden und gesagt, erster Mensch auf dem Mond? Die Hörspiele sind aus den 80ern. Von wann ist denn die literarische Vorlage? Von viel, viel, viel früher. Weil ich meine, die Mondlandung war ja 1969. Man kann ja Tim gar nicht der erste Mann auf dem Mond gewesen sein. Also die Comics sind ab den 20er Jahren erschienen und ich meine, das Reiseziel Mond eine Geschichte aus den 1940ern ist. Da hat man halt noch davon geträumt, zum Mond zu fliegen. Und weißt du, was das für mich total erklärt? Also in vielen Tim und Struppi Büchern und Folgen kommen fiktive osteuropäische Staaten vor. Mhm. Und es wird auch sehr viel geschossen und es sterben auch Leute in den Comics. Mhm. Zwar, also Tim und Harry Haddock bringen nie jemanden um, die machen immer nur Streifschüsse, aber so offscreen werden mal Leute erschossen oder wird auch mal davon geredet, dass jemand mit dem Fallschirm abgestürzt ist und dass man die Leiche geborgen hat. Das sind also durchaus sehr erwachsene Themen. Und ich habe mich früher bei den Comics immer gefragt, warum die diese uralten Maschinengewehre benutzen. Also, und ich habe immer gesagt so, hä, warum? Aber das erklärt es jetzt für mich total, wenn die Geschichten aus der Zeit sind. Ja, natürlich, ja. Kam das von damals und man hat wahrscheinlich sich auch bei den
Kassetten, ich weiß nicht, ob es die Originalcover der ja, Hefte sind. Das sind die gleichen wie in, ja, den Büchern. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen neu koloriert oder so, aber nee. Genau so. Ich hatte ein paar von den Comicbüchern. Das waren die wenigen Comics, die ich von meinen Eltern aus lesen durfte, weil da so viel Text drin war. Ah. Weil Comics, die hauptsächlich aus Bildern bestehen, sind ja nicht so gut, weil da muss man ja nicht so viel lesen. Ich habe Bücher gelesen. Ich war nie so der Bücherleser. Ich war immer Hörspiel, Lego bauen und Comics. Und in der Grundschule fand ich diese Bücher toll, wo Wörter durch Bilder ersetzt wurden. Hatte ich nur ein einziges mit diesem Elefanten. Kann sein. Ich habe die bei uns in jedem Klassenraum hatten wir so ein Bücherregal. Ich weiß nicht, diesen Elefanten, der König ist. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Muss ich jetzt gleich googeln. Nee, aber, und lustige Taschenbücher habe ich in der Grundschule gelesen. Ja, da habe ich auch ein paar von gelesen. Und Mickey Mouse. Ja. Ja, und deswegen war Tim und Struppi für mich die Hörspiele. Die waren für mich eins mit den Zeichentrickfilmen und den Comics. Das war immer dieses, wenn man sie in die Finger bekommen hat, hat man sie konsumiert. Aber natürlich habe ich damals noch nicht gesammelt. Und jetzt das Hörspiel hören hat bei mir wieder total die Lust geschürt, Tim und Struppi zu lesen. Und es gibt eine Jubiläumsausgabe, die ich mir jetzt wahrscheinlich leider besorgen muss. Ist dann halt so. Ja. Und die Tim und Struppi Hörspiele sind einfach super toll. Aber vielleicht warte da noch mit. Also zumindest so bis nach Weihnachten. Oh, du meinst, da draußen gibt es vielleicht jemanden, der mir ein Geschenk zu Weihnachten schenken möchte? Mal gucken. Ich sag nicht nein. Ich meine, das Geld habe ich ja bekommen, ne? Und natürlich könnt ihr auch dieses Mal wieder was gewinnen bei unserem Adventskalender. Und zwar heute eine 3-Fragezeichen Geheimschrift-Set. Wenn ihr es gewinnen wollt, wie immer einfach einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse hier unter den Podcast schreiben und im Gewinnfall benachrichtigen wir euch dann. Am liebsten möchte ich diese Besprechung beenden mit einem meiner absoluten Lieblingszitate. 100.000 Hellhunde! Tschüss damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank für das Hören des spezial gelagerten Sonderpodcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen unter patreon.com/spezialgelagert als regelmäßiger Patron oder ihr schickt uns ein Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist und bleibt ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu Kosmos oder Europa. Unser Dank gilt der Band Dr. Orgel, dass wir ihr Lied nicht kleinlich verwenden dürfen, und Heinz Kreienbaum als unserer Station Voice. Ihr findet uns unter Instagram, Facebook, Twitter, jeweils als Spezialgelagert, bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Grüße auf unseren Anrufbeantworter sprecht. Die Nummer hierfür lautet 0421 175 43430. Macht's gut!